Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ja, es ist ein bisschen kalt, es ist Herbst geworden hier in Tangenstedt, Schleswig-Holstein. Und ja, es geht wieder los, ihr Lieben. Crowdfunding wie jedes Jahr. Ja, das Gezitter geht jetzt wieder los. Ja, was soll's. Ihr Lieben, wir schauen einfach zurück auf das letzte Just Network-Stevenio-Jahr. Was hatten wir für ein schönes Jahr? Wenn ich an die Vlog-Season alleine denke, der Imker-Vlog, der Tierheim-Vlog, der Tesla-Vlog. Also, wir hatten wirklich eine geile Vlog-Season. Ansonsten hatten wir ein wirklich schönes Hurricane-Festival und ein tolles WoW-Add-on, was released wurde. Wir haben ein neues Hörspiel kennengelernt. Horst und Pansky retten nämlich jetzt die Welt. Also, der Kröber ist wieder voll in seinem Element. Das Streaming läuft auch wieder sehr viel besser irgendwie. Ich habe mir wieder, sagen wir mal, einen neuen Viewer-Zuspruch erarbeitet. Vielleicht auch wegen der Konstanz, weil ich jetzt jeden Freitag streame. Also von daher läuft eigentlich alles ganz gut. Ja, ich hatte wirklich ein schönes Jahr und sehe eigentlich sehr positiv der Zukunft entgegen, ihr Lieben. Ich weiß, dass viele von euch ein bisschen Angst haben, weil ihr wisst ja, ich werde im Dezember, am 21. ist der Geburtstermin, werde ich zum ersten Mal Vater. Und es geht so ein bisschen Angst in der Community um, weil der eine oder andere denkt, ah, der Krümmer hat dann gar keine Zeit mehr und so weiter. Grocknack vertritt auch die These, dass es das letzte Just Network-Jahr wäre und so weiter. Ihr Lieben, es gab auch ganz schöne Comments. Irgendjemand schrieb in die Comments, weil ich vor kurzem einfach mal alle meine alten Hörspiele irgendwie auf meinen Kanal hochgeladen habe. Schrieb irgendjemand, ja, jetzt lädt er schon sein Lebenswerk hoch. Das ist ein Indiz dafür, dass er jetzt bald aufhört. Ich habe es auch in der großen Kolumne auf meinem Blog geschrieben, ihr Lieben. Ich habe überhaupt nicht vor, aufzuhören. Ja? Ich mag das, was ich hier tue. Ich liebe das sogar. Ich kann mein Leben ohne dieses Vloggen und dieses meinen Blog und so weiter einfach überhaupt nicht vorstellen. Meine Freundin weiß das und unterstützt das auch und hat auch versprochen, dass sie mich da, wenn das Kind da ist, unterstützen wird, sodass ich diesem Hobby oder diesem Zweitberuf oder was immer das ist, halt weiterhin nachgehen kann. Und das ist auch der Plan, ihr Lieben. Ja, also für mich soll sich nichts ändern. Natürlich werde ich ein bisschen weniger Zeit vermutlich haben. Und mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen, weil ich war ja noch nie Vater. Ich weiß nicht, wie das mehr oder weniger wird. Ich kann euch nur sagen zu diesem Zeitpunkt, ihr Lieben, dass ich nicht plane, irgendwas zu ändern. Was dann in der Praxis und der Realität passiert, kann ich halt zu diesem Zeitpunkt noch nicht voraussagen. Ich bitte euch trotzdem, ein weiteres Jahr, das Just Network bzw. Stevenios Hobby zu finanzieren. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mich dafür auch nicht mehr schäme. Ja? In den letzten Jahren war es immer so, ne, nachdem unser großer Goldsponsor ausgeschieden ist, war es immer so, ja, und jetzt muss die Community anbetteln und das ist für mich immer eine schwierige Sache, weil ich jemand bin, der sich, und das wisst ihr, ungern auf andere verlässt und ungern bei anderen in der Schuld steht. Mittlerweile hat sich aber diese ganze Spendensache auf Twitch und das ganze Crowdfunding eigentlich etabliert. Alle großen Gamer und viele, viele große YouTuber machen das so. Ist ja auch der Grund, warum viele plötzlich auf Twitch auftauchen, weil man da halt das dicke Twitch-Money über Spenden verdienen kann. Ne? Also von daher brauche ich, denke ich, auch, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Das ist nun mal ein Geschäftsmodell heutzutage im Zeitalter von Adblockern. Das geht halt nicht anders. Von daher bitte ich auch, euch auch dieses Jahr wieder, mich zu supporten mit euren Spenden und ein weiteres Jahr das Network möglich zu machen. Das wäre eine tolle Sache. Ansonsten sage ich auch das, was ich jedes Jahr wieder sage. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr nicht spendet, ja? Das Ding ist, es gibt so viele gute Streamer und YouTuber und wie ich gerade schon ausgeführt habe, arbeiten die alle mit dem Konzept, ja? Und wenn ihr zum Beispiel, die Rocket Beans oder Finn Kliman oder Enclays als Streamer lieber supporten wollt, ihr habt ja auch nicht alle unendlich Geld, dann habe ich dafür vollstes Verständnis, ja? Man kann ja nicht alle supporten. Von daher überlegt euch gut, wem ihr euer Geld in den Rachen schmeißen wollt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es bei mir machen würdet. Ist ja völlig klar. Ansonsten, ihr Lieben, was steht in nächster Zeit an? Ganz kurz, ich habe jetzt gerade, heute ist mein morgen ist mein erster Herbstferientag. Ich habe jetzt 3 Wochen Herbstferien. Es kommen ein paar coole Sachen auf uns zu jetzt. Nächsten Donnerstag bin ich bei King Art und mache da einen schönen Vlog. In den Ferien gibt es dann mein Babyzimmer-Vlog-Reihe. Dazu wahrscheinlich am 11.10. meine große Reise nach Berlin in den Bundestag und ins Willy Brandt-Haus, wo ich den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil einen Tag begleiten darf. Dann natürlich der Tabletop-Vlog, also ja, ich habe die Hände voll zu tun. Nebenbei arbeite ich immer noch an Horst und Pansky retten die Welt Teil 2, das ist auch fast fertig. Das heißt, Krömer ist wie immer, tanzt auf vielen Hochzeiten und versucht euch, so gut es ihm möglich ist, zu unterhalten. Und das würde ich gerne ein weiteres Jahr machen. Und ich würde es cool finden, wenn ihr wieder spenden würdet und so weiter. Ich habe aufgrund der Tatsache, dass ja, es immer schwieriger wird, seinen Blog und sein Hobby zu finanzieren, Amazon hat wieder ein weiteres Mal die Provision gesenkt.
die Layer-Sache fällt jetzt komplett weg. Viele freuen sich darüber, aber da bricht halt auch wieder ein weiteres Standbein von meinem Blog weg. Von daher habe ich jetzt denselben Betrag wie im letzten Jahr jetzt hier als Spenden, oder plane ich, denselben Betrag als Spendengröße auszuschreiben. Letztes Jahr waren es 10.000 Euro. Das muss ich dieses Jahr auch machen, einfach weil ich irgendwie die Layer ausbaden muss, weil der Anbieter insolvent ist und Layer aufgrund von Adblockern und diesem Protokoll, was Google jetzt voraussetzt, ist HTTPS, nicht mehr benutzt werden kann. Ja. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, ich hoffe, ihr unterstützt mich und ich möchte einfach genauso weitermachen wie bisher. Wir werden auch wieder irgendwie die Spendentafelnummer machen. Ich finde, das ist eine schöne Sache, die mich auch vom Aufwand und von der Manpower, die ich habe, nicht überfordert. Und ja, nächstes Jahr, also jetzt das kommende Just Network Jahr, haben wir natürlich wieder die festen Punkte, die aber natürlich im nächsten Jahr wesentlich schwieriger sind. Ja? Also ich möchte mir ungern mein Hurricane Festival wegnehmen lassen. Von daher versuche ich jetzt schon, meine alten Kontakte in meine alte Heimat irgendwie aufzuwärmen, damit ich mit meinem Team da irgendwie unterkommen kann. Also ich möchte mir das Hurricane Festival auch 2019 nicht nehmen lassen und werde versuchen, da das ein oder andere entweder zu mieten oder irgendwo unterzukommen. Das heißt, ich gebe zu diesem Zeitpunkt bekannt, ich möchte gern auch das Hurricane 2019 aktiv mit meiner gewohnten Coverage begleiten. Das wird gar nicht so schwer, gar nicht so leicht, weil ich da noch keine Sommerferien habe. Aber ich werde schon irgendwie machen, wie Krömer liefert halt, das kennt ihr. Ansonsten wäre ich ja jetzt wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Orlando, Florida, um meine Freunde von Metal Pop Game, Sascha und Michelle, zu besuchen. Das müssen wir leider verschieben, weil Sascha und Michelle einen großen Release vor der Brust haben. Die machen jetzt gerade ihr neues Spiel Galactic Colonies fertig und sind sehr beschäftigt. Und die haben halt gesagt, Krömer, du kannst da trotzdem kommen, wenn du Bock hast. Nur wir sind halt bis zur Oberkante irgendwie in Arbeit. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lass das lieber verschieben, weil da alleine rumzufahren mit einem gemieteten Auto fände ich irgendwie langweilig. Das Besondere ist es halt, dass es irgendwie so eine Party mit Sascha und Michelle ist und wir eine Woche lang wirklich auf die Kacke hauen. Das macht einfach wesentlich mehr Spaß. Von daher werden wir das verschieben und wollen das jetzt wahrscheinlich Ostern nachholen in den Osterferien. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also die Eckpunkte, die das Stevenio-Just-Network hier ausmachen, die soll es auch im nächsten Jahr geben. Ist aber, wie gesagt, ein bisschen schwieriger geworden. Wie alles im Internet irgendwie gefühlt schwieriger wird. Ja, meine Lieben, ich will gar nicht so viel reden. Ihr wisst, woran ihr bei mir seid. Ich bin immer sehr transparent mit allem, was ich tue. Von daher, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr spendet. Ich würde gerne ein weiteres Jahr weitermachen. Das Gezitter geht jetzt los. Es ist einfach so, es ist immer ein Gezitter, es wird immer schwieriger. Ich weiß auch, dass die Last dieser Crowdfunding-Aktion immer auf weniger Schultern lastet und immer weniger Leute immer mehr bezahlen müssen dafür. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich freue mich über alle 5 Euro, über jede 5 Euro Spende. Aber wenn ihr irgendwie ein armer Student oder Schüler seid und die Kohle nicht habt, dann könnt ihr mich am besten supporten, indem ihr einfach meinen Scheiß euch anguckt. Ja, also ich bin niemandem böse, wenn ihr nicht die Kohle habt zu spenden. In diesem Sinne, ich bin euer Stevenio. Auf ein weiteres Jahr Just Network und Krömer Vlogs, Streams, Podcasts und was weiß ich was. Und ich gehe jetzt schnell rein, weil es unglaublich kalt ist, ehrlich gesagt, hier in Tankstedt. Und ich heute auch noch Podcast machen muss, weil heute ist Sonntag. Ja? Die Pflichten, meine Lieben. Danke fürs Reinschauen. Auf ein weiteres Jahr zusammen mit euch. Ich bin und bleibe euer Stevenio und freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Crowdfunding-Aktion auch 2018. Macht's gut, danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten coolen Vlog. Ciao, ciao.